Jeder redet immer von diesem Best-in-Slot-Gear und dass man dafür hunderte von Dungeons farmen muss. Ich zeige euch in diesem Video allerdings die Quests, für welche ihr ebenfalls Super-Items bekommt und welche zudem teilweise sogar Pre-Rate Best-in-Slot für manche Klassen bzw. eine Super-Alternative auf dem Weg dorthin sind. Ich poste euch jede hier angesprochene Quest samt Guide, falls vorhanden, sortiert in die Videobeschreibung. Wenn euch also ein Item speziell interessiert, könnt ihr ganz gezielt die Quest nochmal nachschlagen. Ich gehe jedoch nicht auf jede ins Detail ein, da es sonst einfach den Rahmen sprengen würde. Wie gesagt, schlagt einfach die jeweilige Quest in der Videobeschreibung nach. Wir starten bei einer Questreihe, welche sich definitiv für so gut wie alle Klassen lohnt. Diese startet bei Tyrant Fordring und beginnt im westlichen Teil der östlichen Pestländer. Wenn ihr also in die besagten östlichen Pestländer reitet, folgt einfach dem Fluss, welcher Richtung Norden geht, um den Questgeber zu erreichen. Dieser gibt euch jetzt drei verschiedene Aufgaben, welche ihr alle erledigen müsst, um die Questreihe zu starten. Am Ende könnt ihr euch dann mit der Quest in den Träumen zwischen dem Mal von Fordring, welches für alle Schurken, Schadenskrieger, Jäger, Feraltruiden, Vergelterpaller sowie Verstärker-Schaman best in Slot ist. Verschnörkelte Adamant-Brustplatte, einer verdammt guten Plattenbrust für alle Kriegertanks oder einem grandiosen Heilerring namens Fordring-Siegel für alle Heilklassen entscheiden. Vor allem das Schmuckstück lohnt sich hier für alle genannten Schadensklassen. Ich empfehle euch allerdings, die Quest nicht allein zu machen, da vor allem die späteren Teile es definitiv in sich haben. Die nächste Quest ist nur für Hordenspieler ab der Stufe 45 machbar und nennt sich Offener Posten, Wachbefehlshaber von Raventusk, welche ihr im Schild in der Hordenstadt im Hinterland annehmen könnt. Dazu müsst ihr jetzt ins Elitegebiet gehen und dort 80 Trolle umhauen. Ich habe die Quest tatsächlich erst vor wenigen Tagen selbst gemacht und ja, 80 Trolle sind halt 80 Trolle. Dafür lohnt sich das Ganze aber definitiv für alle Feraltruiden, Schurken, Verstärkerschamanen sowie Krieger jeglicher Skillung, da man dort die Rune des Wachbefehlshabers bekommt. Die ist definitiv für genannte Klassen so gut wie best in Slot und auf jeden Fall eine nette Alternative. Versteckte Schätze ist die letzte Quest von der Questreihe, welche mit Marodeure von Darrowshire mit Level 50 bei der Kapelle in den östlichen Pestländern beginnt. Die rentabelste Belohnung ist hier der Ring des Schutzes, welcher für alle Feraltruiden und Schutzpaladine ein super Item ist, bis ihr eure Best-in-Slot-Ringe bekommt. Eine Geschichte voller Leid, anzunehmen zwischen den Sümpfen des Elends und den verwüsteten Landen, beginnt eine Questreihe, bei der ihr mit der Abschlussquest Helden der Vergangenheit ein nettes Schmuckstück namens Splitter von Afrasa bekommt, welcher für Heilerklassen, Schattenpriester und ganz vielleicht auch Hexenmeister, die noch nichts Besseres haben, zu gebrauchen ist. Kein Best-in-Slot-Item, jedoch gut für den Weg dorthin. Ich habe die Quest ebenfalls vor kurzem mit Level 53 gemacht. Der zweite Teil, bei dem ihr 18 Diener befreien müsst, ist teilweise echt anstrengend. Ich würde euch empfehlen, die Quest auf jeden Fall in einer Gruppe zu machen. Magier, Hexenmeister, Elementarschamanen, Schattenpriester und Gleichgewichtsdruiden aufgepasst. Bei der bei Zelda inspirierten Questreihe Allein ist es gefährlich, bekommt ihr eine super gute Offhand mit plus 20 Zauberschaden. Natürlich gibt es bessere für besagte Klassen, ist diese aber als Alternative für ihre Best-in-Slot-Offhand in den jeweiligen Listen erwähnt. Ihr nehmt die Quest Linkens Abenteuer im Ogoro-Krater an und müsst bei der abschließenden Quest dann Sturmflamme, das Feuerelementar auf dem Berg in der Mitte von Ogoro, töten und anschließend noch ein Item aus seiner Höhle looten. Allgemein zieht sich die Quest aber schon ein bisschen, da ihr nach Winterspring geschickt werdet und einen etwas längeren Fußmarsch auf euch nehmen müsst. Ordnung muss wiederhergestellt werden bei der Allianz oder das scharlachrote Orakel Demetria, heißt die nächste Quest, welche für alle Krieger-Tanks einen schönen blauen Bogen mit 2 Stärke, 3 Beweglichkeit und ganz neuen Ausdauer beschert. Das Ganze sind, wie erwähnt, für Horden und Allianz 2 verschiedene Questreihen, haben jedoch dieselbe Belohnung. Bei der Allianz beginnt diese in Stormwind bei Hochlord Bolvar mit der Quest Der Erste und Letzte und kann ab Stufe 56 angenommen werden. Bei der Horde beginnt die Questreihe in den östlichen Pestländern. Wie in meinem Marauder und Scepter Guide Video schon erwähnt, gibt es eine Instanzquest namens Die Anweisung des Parias, welche ab Stufe 39 im Süden von Desolace angenommen werden kann. Diese belohnt euch mit einem absolut grandiosen Schmuckstück für alle Feraltruiden, Krieger und Paladin-Tanks, welche euch bei jedem Treffer im Gefecht eine Chance von 2% gibt, alle eure Werte um 25 für eine Minute zu erhöhen. Natürlich gibt es auch hier noch ein klein wenig bessere Best-in-Slot-Items vor dem ersten Raid, dennoch sollte man diese auf dem Weg dorthin definitiv mitnehmen. Kommandant Gorschak im Ödland bzw. Karen Mightammer in den Blackrock-Tiefen bei der Allianz starten eine Questreihe, welche euch bei der Allianz abschließend mit der Quest Die Überraschung der Prinzessin mit einem ganz guten DPS-Ring für Krieger, Feraltruiden, Jäger, Vergelter Paladine und Schurken belohnt sowie einem ganz guten Caster-Ring für alle Zauber-Fernkampfklassen. Bei der Horde ist es prinzipiell eine ähnliche Quest, wobei der Melee-Ring dort ein anderer ist. Hier kann man diesen super aber vor allem für Druiden-Tanks gebrauchen. Der Caster-Ring ist bei beiden Fraktionen derselbe.
Auch die nächste Quest hat für beide Fraktionen andere Startpunkte und ist zudem Teil der Onyxia Vorquest-Reihe, zu der übrigens noch ein komplett separates Video erscheint. Die Horde nimmt diese Namensbefehle des Kriegsherrn in Kargad im Ödland bei Kriegsherr Gortuf an, wobei die Allianz die Questreihe bei Helendes Riverhorn in der brennenden Steppe mit dem Namen Traking Bedrohung beginnt. Die erwähnenswertesten Items sind hier auf jeden Fall Omoks Umfangbändiger für DPS-Krieger und Vergelter-Palas, sowie Woons Zwingenhandschutz für Verstärker-Shamis, Jäger oder auch Krieger und Paladine. Voschkatschins Strang ist für Feraltruiden-Tanks auch nicht zu verachten. Auch die nächste Quest ist Teil der Onipri und hört bei der Horde auf den Namen Für die Horde und bei der Allianz auf General Trakisats Niedergang. Hier bekommt ihr ein super Schmuckstück, was sich so gut wie für alle Klassen lohnt. Mal der Tyrannei ist hier eher das Tank-Trinket, Auge der Bestie für alle Caster und Heiler, sowie Blackhands Breite für alle Midi-Schadensausteiler. Die komplette Onipri werde ich euch aber wie gesagt noch in einem kurzen Video vorstellen, da gehe ich dann auch nochmal auf jegliche Questbelohnungen separat ein. Eva Sarkov in den westlichen Pestländern startet eine Questreihe, nachdem ihr mit ihr gesprochen und euch die komplette Geschichte angehört habt. Also nicht wundern, wenn sie anfänglich noch gar keine Quest zur Verfügung hat. Die ganze Questreihe endet dann mit der Quest Kirtonos der Herold sowie der Belohnung in Miras Lied, was ein super Übergangseinhandschwert für Schurken oder auch Tanks ist, sowie Penelopes Rose als Offhand-Alternative für zum Beispiel Priester oder auch Heiltruiden oder allgemein allen Castern, welche zu dem Zeitpunkt nur nichts Besseres haben. Häuser der Heiligen ist eine Quest für Stratholm, welche euch die Krone des reuigen Sünder spendiert. Diese ist vor allem für Heilschamanen, die nur nicht ihr Biss-Item haben, eine super Alternative. Ihr könnt diese bei der Kapelle in den östlichen Pestländern annehmen. Die im Video angezeigten Minimum-Level sind wirklich Minimum, das bedeutet mit dem Level könnt ihr die Quests annehmen. Ich empfehle euch aber wirklich, entweder die Quests dann in einer Gruppe zu machen oder auf jeden Fall, vor allem wenn ihr sie alleine machen wollt, ein paar Level drüber zu sein. Ich wollte jetzt am Schluss des Videos noch ein dickes Sorry sagen, weil ich einfach mega erkältet bin. Wenn euch das Video aber trotzdem gefallen hat, freue ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich auch ein Traum. Wenn ihr zudem immer direkt informiert werden wollt, sobald ein neues Video erschienen ist, aktiviert sehr gerne die Glocke. In diesem Sinne, holt euch die besten Questbelohnungen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.